Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier gerade auf Friedrich Marsch, Version 2.6. Ja, herzlich, ja, ich wünsche mal allen einen schönen Wochenstart. Ja, Montag, ne? Weiter geht's. Ich habe die Folge nochmal ein Stück aufgenommen gehabt. Und leider mein Mikrofon war ja zu weit weg. Ja, wie das mal so ist, ne? Und da war ich zu leise. Ich habe gesagt, okay, kurz und bündig. Neu anfangen. Das heißt, hier neue Folge. Aber gut, Zusammenfassung, Feld 17 wurde fertig gekalkt. Auf Feld Nummer 12 die letzte Spur Gras ausgesät. Den Überladewagen für Dünger und für Saatgut wurde in die Halle eingefahren und zum Hof. Und jetzt fahre ich zu Feld Nummer 18 und kalke da auch noch. Oder lasse da kalken. Aktuell wird auf Feld 12 gekalkt mit dem Cerion, weil er andere wissen, stark einsackte. Den Traktor wurde noch holen mit der Sämaschine. Ja, und jetzt gehe ich auf Feld 12. Da muss man gucken, wie er das macht. Das klappt. Der ist ja jetzt ungefähr gut halb leer. Hier war ich gerade fertig gewesen. Ja, wie das so ist, ne? Ja, ich habe mir vorgenommen, wenn Folgen die Qualität nicht passt, lade ich das nicht mehr hoch. Das hat triftige Gründe. Kann ich kurz euch erklären. Wenn ein neuer Zuschauer reingucken würde, durch Zufall, das sind ja immer Zufälle, Anführungszeichen, ne? Neu, wie gesagt, neu, und dann kommt so ein Scheiß raus, wo der Ton nicht passt, ganz schlecht. Der Ton ist A und O, bisschen, dass ich ein bisschen dunkel bin oder Bild nicht so passt. Ja, okay, aber wenn ich nicht zu hören bin, das ist ganz schlecht. Nochmal zurück. Dann löschen. Weil hier auf 18 Meter war, da kann locker 20 machen. Das geht. Aber wenn es war, ja, passt. Dann sparen ein bisschen Kalk ein. Ist zwar nicht viel, aber und freut sich und spart, ne? Okay, jetzt kann er auch arbeiten. Jetzt gehe ich zurück. Da ist er. Er macht seine zweite Runde. Wie gesagt, ich habe hier Traktor getauscht. Wegen der Reifen einsacken und wieder durchdrehen. Und denn der wäre voll eingesackt, ne? Weicher Boden, gerade gegruppert. Ich weiß zwar nicht, wie tief der die anderen gruppern, diese Fahrzeuge hier, keine Ahnung. Ob man das vielleicht original einstellen könnte? Ich weiß es nicht. Mal angucken. Ja, das ist zum Einsaat und wo ist der Gruppen, weiß keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich kann so einen großen keinen Gruppe erkennen. Nur die Räder und ist das, was im Prinzip in der Erde den Samen, den Saatgut einbringt. Okay. Ja, gut. Könnte sein, dass das kann. Vielleicht geht es sogar, ne? Das ist immer auch entscheidend, wenn man eine Gruppe hat, der nur 7 cm macht, dann reicht es eigentlich ohne Flügel nicht aus. Man sollte mindestens einen tieferen Teil durchkuppern, abhängig vom Boden, ne? Also Sandboden weniger, aber wenn man so einen Lehmboden hat, der knochenhart ist, das hat man schon auslockern, ne? Zumindest mit einem tiefen Kuppern, ne? Das wissen natürlich Landwirte besser wie ich, aber wie kann man das so vorstellen, wie bei uns zu Hause der Lehmboden. Das haben wir jetzt früher Herbst. Wenn es recht trocken war, die Lehmböden, die sind knochenhart. Also da ist dann mit normalen Gruppen schwierig. Also
da wäre schon angebracht, da ein bisschen mehr zu machen. Aber man sieht schon langsam, die Farbe geht ab, ne? Können wir bald mal überlegen, ob wir das so im Frühling mal aussehen oder mal ein paar Fahrzeuge austauschen Richtung Zwillingsbereifung, Pflegebereifung. Gucken wir mal die Werte an. Seemaschine 10%. Ja, kann man reparieren. Irgendwie die Kontrolle verloren. Wir können hier normal Reifen raufbringen, ne? So. Mehr Grasfälle brauchen wir nicht. Wir haben jetzt die 50. Tanken. Tanken. Ne, tanken nicht. Wir verkaufen den auch. Mal sehen. Traktor ist okay. Die Seemaschine muss gemacht werden. Wenn wir den brauchen, so Aussaat. Na, denke ich mal nicht. Vielleicht brauchen wir den fürs Grasmähen, das kann sein. Dann werde ich überlegen, ob ich da doch noch eine normale Bereifung drauf mache. Ne? Mal schauen. So, mal durchschauen. Düngen. Na, erstmal nicht. Hier war Karton. Der war aber übrig. Zum Düngen, das war übrig. Dann wollte ich den anderen fahren. Den werden wir auch nachholen lassen. Hof 1. Da war es gewesen, glaube ich, ne? Oder? Was der? Der Modus war es, glaube ich. Ja, das ist Feld 18. Kalk. Und beladen Kalk. Das ist 1. Müsste eigentlich sein. Ich muss mal hier gucken. Richtige Modus. Ja. Mal schauen, ob es klappt. So, hier unser Deutz. Der sollte auch gleich mal den Sand fahren zur Zementherstellung. Dann müssen wir noch Wasser hinfahren. Ein Wasserfahrzeug. Längerfristig gesehen müssten wir da kleinere Traktoren nehmen und kleinere Anhänger. Dass das irgendwann nicht gerammelt voll ist, sondern uns dauernd dann stehen. Traktoren brauchen wir eigentlich nachher für Abfahren von Hopfen und so, ne? Hopfen und Rüben. Kann man nicht leisten, ein Fendt und ein Deutz da hinzustellen und jetzt fahren wir Sand und Kies. Das geht nicht auf Dauer. Also lassen wir jetzt mit Sand fahren und dann mal schauen, ob wir noch Geld verdienen. Dann brauchen wir normale Anhänger, kleinere. So 20 bis 30.000 Liter. Und normale Traktoren. Weiß ich, 200 PS, 230, 300 PS. Ja, also keine großen Klopper, sondern Dampftraktoren. So, hier rechts Richtung Zementfabrik. So. Hallo Justus, hier Deutz. Ich persönlich bin kein Markenfreund von irgendwelchen Maschinen. Bei mir müssen die Maschinen funktionieren. Es darf gerne mal ein Fendt sein, kann mal ein Deutz sein. Es kann auch Messer Ferguson sein, es kann auch ein GTB sein, es kann auch ein Klaas sein. Das kann auch ein Steier sein, alles okay, passt. Wie gesagt, die richtige Traktor zur richtigen Größe des Anhängers und entsprechende Leistung, dass er nicht gerade mit 7-8 km/h fährt. Ne? Darum geht's ja.
Und halt die großen Aktionen, große Anhänger, brauchst auch große Traktoren, die es auch was leisten können. Ne? Vor allem auf der Straße nötige 50 km/h fahren oder 60, wie in dem Falle, und dann zügig bei uns die Waren entsprechend um Lager bringt oder zur Fabrik. Zuckerrüben werde ich direkt Fabrik fahren. Die ist ja mittlerweile ja, nicht ganz voll, die ist ja schon gut verarbeitet. In Thüringen habe ich keine Rüben zurzeit, aber das kann man locker noch im Feld kaufen mit Rüben. Ne? So, hier sind wir angekommen. Muss ich mal schauen. Ich brauche den hier nicht einstellen. Das ist ja, wir haben den Hänger gehabt. Ja, das ist ungünstig. Ach so. Ich glaube, ich habe schon ein Fahrzeug hier gehabt mit Sand. Jetzt kann der Zähler kein Ziel berechnen. Ach, das ist ungünstig. Obersand auch schon voll gewesen. Blocking Serion. Das sah so aus, als wenn er schon voll war. Ist nicht so, ist sogar so. Gut, dann hat er stehen. Dann muss ich schauen mit Wasser. Wieso kann er kein Ziel berechnen? So. Er müsste ja, da müssen wir jetzt ganz blöd mal fragen ist gut, mal lang fahren, ne? Weil, ob da ein Kurs auch so ist, halt, stopp, wir brauchen gar nicht fragen. Fragen Sie Quatsch. Ich kann da keine antworten. Blöd wäre es, einer machen würde, dann plötzlich heißt, oh Gott, shit. Wer fragt er da, ne? Einer hat sich eingehackt. Ne, Feldausfahrt. Und zwar, es geht darum, Standard, nächstgelegen, das könnte es vielleicht sein. So, erst nicht, Feldausfahrt. Wie sagt immer Holger, die Hauptquelle für den Fehler ist der hinterm Monitor. Also, wisst ihr, wo es geht? Wenn was nicht funktioniert, erstmal bei sich selber suchen, ne? Anführungszeichen. Prost. So. Jetzt holt er seinen Kalk. Wo immer. Da ist die Feldzufahrt. Dann nimmt er die andere Abfahrt, ne? Ausfahrt. Holger hat hier nämlich die Feldausfahrten anders gemacht, Zufahrten und Ausfahrten getrennt. Also im Prinzip keine Fahrzeuge würden sich über den Haufen fahren, weil er gerade ein anderer das entsprechend blockiert. Und das läuft. Den nächsten nehmen wir auch gleich. Der BK läuft auch. Also kann man ein Bild sehen. Okay, so, dann müssen wir hier gucken. Was wir hier eingetragen haben, ne? Beziehungsweise eingetragen ist. Nächstgelegen. Das klappt garantiert. So. Das Kies, der kann also kein Problem. Oh shit, kommen wir nicht rum hier. Haben wir irgendwo festgefahren. Was blockiert irgendwie wieder? Hatte Turing auch gehabt anfangs. Weiß nicht genau was. Kurz vielleicht halt noch machen. Oh. Habe ich Fehler gemacht. Ich habe Autodrive eingegriffen. Mit eingegriffen, nicht eingegriffen, dann eingegriffen. Eigentlich ist hier Crossplay,
aktiviert. Und wir müssen hier wieder starten. Ich komme nicht raus. Ich mache die Folge noch fertig. Ja, ist halt so. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Aber was soll's. Beende mal die Folge, die haben wir eh die Zeit geschafft. Er fährt sogar hin zum Feldrand. Und ich hoffe, das soll es auch schon für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Gut, noch einen schönen Rest. Montag. Genießt den Tag, den Feierabend. Wer schon Feierabend hat und wer noch arbeiten gehen darf, ja, gut. Frohes Schaffen, seid mal so, ne? Durfte ja auch mal nachts arbeiten. Mal tschüss, ciao. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.